2, 1, und los geht's! Nach dem Prolog und der Heinleiter-Etappe stand mit dem dritten Teilstück das längste der diesjährigen Thüringen-Rundfahrt auf dem Programm. Nur 6 Kilometer nach dem Start in Behringen wurde die erste Bergwertung ausgetragen. Dort sicherte sich der Däne Magnus Cort Nielsen die Punkte und baute die Führung in der Sonderwertung aus. Schnell hatten die beiden Belgier Wietse Boosmans und Jonas Rickert, der Russe Aida Gerishin, der Neuseeländer Hayden McCormack und der Schwabe Tim Schliechenmeier einige Minuten Vorsprung. An der zweiten Bergwertung sicherte sich Wietse Boosmans die Punkte. Der Belgier war der Bestplatzierte der Ausreißer mit nur 30 Sekunden Rückstand auf Damien Horsen. Im Feld machte das dänische Nationalteam das Tempo. Durch die Nachführarbeit verringerte sich der Rückstand des Feldes kurzzeitig. Doch nach der Bergwertung wuchs der Vorsprung der 5 Spitzenreiter auf über 9 Minuten an. Die Sprintwertungen sicherte sich aus der Spitzengruppe jeweils Tim Schliechenmeier und übernimmt damit auch die Führung in der Sonderwertung. Nach gut 80 Kilometern an der Spitze konnte der 18-jährige Russe Aida Gerishin seinen Begleitern nicht mehr folgen und wurde wenig später vom Feld geschluckt, in dem nun die Favoritenteams Tempo machten. Mit knapp 4 Minuten Vorsprung gingen die 4 verbliebenen Ausreißer auf die 30 Kilometer lange Schlussrunde. Im Feld machten vor allem das dänische Nationalteam und Team Rabobank die Nachführarbeit. Die Einigkeit an der Spitze war 15 Kilometer vor dem Ziel vorbei und McCormack attackierte. Doch auch der Neuseeländer wurde kurz vor dem Ziel eingeholt und es kam zum Massensprint. Den gewann der Bensheimer Jan Dieteren vor den beiden Rabobank-Fahrern Nick van der Licke und Rick Zabel. Ja, also wir hatten mehrere Optionen fürs Finale und für mich hieß es Sprint und dann gab es ja noch die Wellen davor. Da hatten wir auch noch andere Leute im Petto. Und da war die Gruppe weit vorne raus und dann haben wir einen mit durchgeschickt und am Ende haben wir es mit Attacken versucht und so haben wir das Tempo im Feld erhöht und dann auf dem letzten Kilometer geschafft, die Spitzengruppe zu stellen. Ja, also ich habe es mir heute Morgen mit dem Team ganz genau angeschaut und hat mich das Team perfekt auf die letzten 500 Meter gebracht und dann ging es ja bergab und dann habe ich schon bei der 350 Meter Marke den Sprint eröffnet und dann war das Feld langgezogen und dann kam keiner mehr vorbei. Bei den Sonderwertungen gab es bis auf das Sprinttrikot keine Veränderungen. In der Bergwertung führt weiter Magnus Cort Nielsen, Lasse Norman Hansen führt in der Punktewertung und auch das weiße Trikot bleibt bei Silvio Herklotz. Prologsieger Damien Horsen verteidigte erneut die Gesamtführung und startet auch bei der morgigen Königsetappe rund um Neuhaus im gelben Trikot.